Wow. Gin Tonic ist da nichts dagegen. Mein Gott. Oh, bloß habe ich mein Handtuch vergessen. Wow. Marin? Was zur Hölle ist passiert? Die Welt, sie ist. Okay, Mann. Durchatmen, beruhigen. Was hatte Marin noch gleich über den Riss gesagt? Irgendwas von einem Schleier, den man durchbrechen müsste. Ein Zeitschleier. Holla. Also etwas wie eine Zeitreise, schätze ich. Ja, wie Doc Brown. Zurück in die Zukunft. Oder wie in der Rocky Horror Picture Show. Let's do the time warp again. Im Film warnen sie immer davon, nicht zu viel von der Vergangenheit zu ändern. Gut. Heute, egal was passiert. Ich muss irgendwie an das rote Zauberbuch gelangen, was auch immer dafür nötig ist. Irgendjemand hat da draußen das Buch erwähnt. Ich sollte es mal untersuchen. Okay, kann ich hier was und auch wirklich nichts machen? Okay, gut. Oh, das ist Marin als kleines Mädchen. Hey, warte! Wer war das? Ich muss hinterher. Also, da sieht sie also noch richtig klein aus. Hoppla! Und die Stadt war auch nicht so groß. Geradezu faszinierend hier. Das Ganze hier noch ein bisschen geändert wurde. Oh, hier geht es nicht weiter. Oder kann ich hier runterplumpsen? Nein, geht nicht. Schade, schade, schade. Marin, bleib mal bitte mal stehen. Oh. Ach du meine Güte. Oh. Ein umgeknackter Baum direkt auf die Stromleitung. Ja, das macht schnell, bevor hier noch ein Brand entsteht. Uff, der Baum muss beim Umstürzen diese Stromleitung in die Lücke gerissen haben. Hier ist es viel zu gefährlich. Ich muss einen anderen Weg finden. Und zwar hier lang. Hier wird nur alles gebaut, aber da würde es mich interessieren. Wenn ich jetzt den Baum hochnehme, was wird das dann in der Zukunft verändern? Wird danach denn die DX-Fabrik noch stehen? Also die Feuerwerksfabrik? Komme ich ja auch nicht durch. An der alternativen Route. Ich wünschte nur, ich hätte hier eine Karte. Oh! Den Platz kennen wir noch aus dem allerersten Video. Na, kennt ihr den noch? Ach Mensch. Ich komme nicht an dieses Buch ran. Moment, ich sollte mit den Leuten in der Vergangenheit nicht reden. Ich werde mich also einfach umsehen. Okay, wir schauen einfach sie einfach um. Ups, das rote Zauberbuch. Diese kaputte Steg. Das ist der Ort, an dem ich in diesem Traum gelandet bin. Aber hier ist kein Boot. Und dieses Mädchen, Nirmala, ist auch nicht hier. Oder war sie vielleicht dieses kleine Mädchen? Moment, dieses Buch. Kann das sein? Kann ich diesmal erreichen? Vielleicht mit einem Seil oder so etwas in der Art. Was haben wir übrigens hier am Boden, Atma? Ich muss etwas finden, mit dem ich es erreichen kann. Das kann ich mir wohl ausleihen, um die Realität zu zerstören, oder? Ach, ey, wie ist dein Anglerlatein überhaupt? Ach nö, das soll jetzt ein Witz sein. Und das haben wir es. Das rote Zauberbuch haben wir gerettet. Na bitte. Niemaler. Ma. Hä? Atma. Atma.
Ja, Atma! Diese Stimme. Ich kann nicht atmen. Atma! Was? Was zur Hölle ist gerade passiert? Du bist wieder vom Risstauchen zurück. Atma, geht es dir gut? Die Stimme, das kleine Mädchen, war sie? Moment, war das ein Traum, oder? Atma, du bist sehr blass. Es geht mir gut. Ich habe das Buch wieder. Was hast du? Oh, du bist ein echt Geschenk des Himmels. Ich wusste, du würdest es schaffen. Wie lautet der Plan jetzt? Jetzt, wo wir das Buch haben, können wir anfangen. Aber komm zuerst mit mir raus. Ich wollte dir das unbedingt zeigen. Fragezeichen? Okay, schauen wir aber trotzdem mal an. Aber die To-Do-Liste ist tatsächlich noch drin? Aber wieso denn? Das müsste doch eigentlich gar nicht drin sein, wenn wir das Buch aus der Vergangenheit rausgeholt haben. Dementsprechend hat das Buch nie Maler gehört. Also beziehungsweise Marin. Aha. Wir sind hier am Flussufer und eben da links oben müssen wir noch hin. Zauberstab. Zwei fehlen mir noch und das Buchstabe N. Kann ich das jetzt noch holen? Und wir haben hier noch so viele Seiten vor uns. Ich frage mich, ob wir das Ganze wirklich jetzt noch in diesen zwei Kapiteln, dieses Kapitel und beim nächsten Kapitel noch holen können. Okay, hier steht nochmal das Gleiche. Oh. Was zum? Dieses Ding. Es ist riesig. Was ist das? Rayas Blume. Das Manifest ihrer Macht. Sie schwebt über der Loka High. Sie muss dort sein. Wir müssen uns beeilen. Also wir kommen tatsächlich langsam das Ende nahe. Ups. Tebur, das fruchtige Geschmack, ist sehr erfrischend. Okay, ich habe tatsächlich noch die vorletzte. Es gibt noch eins. Aber wo war der Buchstabe N? Und Gegenstände fallen immer vom Himmel. Zeichen. Wo sind eigentlich denn die anderen Menschen? Sind die alle jetzt verschwunden? Oh, der hält sich für einen Frosch. Oh, das ist der Hundebesitzer von vorhin. Oder hält sich vielleicht für den Hund? Er hält sich für einen Hund. Mist. Hey. Dude, ich bin es. Was ist mit dir passiert? Er ist nun auch durchgedreht. Verdammt, Raya. Nicht auch noch dieser arme Kerl. Ich muss einen Weg an ihm vorbeifinden. Okay, aber es gibt jetzt nur noch einen Weg. Oder können wir hier hoch? Nee. Okay, wo fängt das jetzt? Was ist das am Boden? Hä? Wieso ist das denn hier? Ist das aus der Gummiknochen? Das Hundespielzeug. Jawohl. Ich soll dieses Hundespielzeug erstmal behalten. Okay, ich riskiere trotzdem mal einen Blick nach rechts. Aber trotzdem, ich frage mich, wo man die ganze To-Do-Liste hier noch alles abklappern kann. Meine Party veranstalten, das machen wir ja jetzt. Das flauschigste Tier streicheln. Musik hören. Einen wertvollen Schatz finden. Das wird wahrscheinlich am Schluss. Okay. Hier gibt es nichts mehr einzusammeln. Gebe es zurück. Und jetzt verscheue ich mir mal den Hundebesitzer mit seinem Lieblingsspielzeug. Madonna mia. Also wirklich, das Spiel hat eigentlich, also muss ich sagen, ich mag das Spiel. Hat wirklich sehr viele positive Aspekte hier.
Ah, okay, jetzt muss ich wieder bellen. Mi, 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 mi. Miau. Was ist denn richtig? Wuff, 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 wuff. Waui, waui, bell. Er hat das Hundespielzeug schon gewittert. Er ist aufgeregt wegen seinem Hundespielzeug. Okay, Kumpel, du willst das Spielzeug, oder? Dann lass uns spielen. Oh. Kann ich es mal einfach mal zu kurz werfen? Entschuldigung, das musste mal sein. Das ist ja genauso wie bei Wie ist nochmal das Spiel? Dieses Point-and-Click-Spiel von Hab vergessen, dass ich gedrückt halten muss. Ah. Mit Rufus, ja, wisst ihr doch. Auf dem Planeten lebt, wo ihr zerstört werden soll. Ah. Ja, von der Dalek. Wo noch der gute Poki ja da noch gemacht hat und gesungen hat. Ah, ich habe es auf Steam, ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich kann mich gar nicht erinnern. Wow, wow, wow. Das reicht. Was soll es mit den Leuten passiert? Aber trotzdem. Wahrscheinlich werde ich das Spiel auch das zweite Mal durchspielen, aber auf Englisch, da werde ich dann das ganze N und so wahrscheinlich auch da suchen. Im Moment habe ich ja ein englisches Video gemacht für meine Freundin. Und da habe ich gesagt, wenn das Video 5 Likes bekommt, dann werde ich ein anderes Spiel spielen. Und es hat schon 8 Likes bekommen, also ich muss jetzt das Versprechen einlösen. Deshalb muss ich jetzt auch zwischendurch immer schauen, wie ich das Ganze hier managen muss. Mit Englisch und mit deutschen Let's Plays und so. Aber gut. Muss wahrscheinlich heute dann ein englisches Let's Play machen, dass ich das auch schneiden kann. Hä? Da vorne geschieht irgendwas. Ah, der Unterwelt-Guru hat natürlich sein großer Erfolg. Weil jetzt die ganze Welt am Arsch ist. Alle hängen jetzt an seinen Lippen und kaufen ihm das Zeug zu erhöhten Preisen ab. Vielleicht sollten wir die Menge umgehen und eine andere Route zur Schule finden. Lass uns die Straße hier drüben nehmen. Da sicher, ich möchte aber trotzdem mal schauen. Finde ich hier noch irgendwas? Was soll der ganze Trubel? Wir kommen nicht durch. Wisst ihr denn nicht, was dieses Fest für eine Bedeutung hat, Leute? Das Lingtang-Fest ist eine geheimnisvolle Macht, der Zauber, in der eure Anrufung an den Himmel erwidert werden. Kommt, kommt, bewaffnet euch mit dem Segen eurer Vorfahren und verändert euer Leben zum Guten. Mir den Rücken zuzukehren, bedeutet die Wahrheit selbst den Rücken zuzukehren. Ihr täuscht euch lediglich selbst. Bedenkt das. Nicht schon wie dieser Ganova. Ist das wahr? Er könnte richtig liegen. Vielleicht sollte ich ein oder zwei Edelsteine kaufen, nur um sicher zu gehen. Und die Leute schenken ihm offenbar langsam Glauben. Man kann sich nicht verübeln. Gerade eben fühlt es sich wirklich so an, als würde die Welt ihr Ende zu steuern. Ich schätze, du hast wohl keine Idee, wie man diese Menge hier zerstreuen könnte. Wir könnten vielleicht bei ihm Raum tauchen. Ah, na bitte. Oder wir nehmen einen anderen Weg. Das geht vielleicht schneller. Wie auch immer. Wie immer du dich entscheidest. Ich bin direkt hinter dir. Also ich kann jetzt entscheiden zwischen Raumtauchen oder umgehen. Raumtauchen, umgehen. Machen wir Raumtauchen. Ich wollte schon immer da rein. Also wir wissen, wie es bei ihm aussieht. Bei so einem Typ wie aussieht, im Verstand. Aha. Das Ende naht, kommt mit mir, dann werdet ihr die Lösung erfahren. Ja! Rette uns! Lass uns nicht allein!
Jetzt hört ihr mich? Früher hatte sich niemand hier darum gekümmert, was ich zu sagen habe. Ich sagte immer, ich wäre bis zum Ende hier. Und das Ende naht. Das ist also die Quelle. Ich frage mich, ob ich dem irgendwie von seinem Podest entfernen kann. Ja, indem wir einfach die Glühbirne umswitchen. Aber wer ist das denn hier? Hier ist eine Statue von einem Kind. In der Nähe der Füße befindet sich eine Art glitschende Form. Ich sehe hier keinen Ball. Ich sollte woanders suchen. Das mal ausprobieren. Aha. Ich bedeute niemanden etwas. Ranhalten, ich muss mich ranhalten. Ich muss reich sein. Wir brauchen also einen Ball. Okay, das Raumtauchen funktioniert hier noch nicht. Apropos. Die X-Taste funktioniert hier nicht. Okay. Also hier ist alles normal. Wir können hier keinen Riss finden. Aber sobald ich einen Ball habe, können wir dort wieder zurück. Das Zauberstab, er reagiert auf irgendetwas. Ah! Da sind wir vorbeigelaufen. Hier entsteht ja das Gebäude und da war doch natürlich der Wagen. Oh! Der dimensionale Schleier ist hier also dünn. Versuch hier einen Rest zu finden. Okay. Nichts. Aha. Ach du meine Güte. Schau dir da unten rechts mal an. Déjà-vu-Erlebnis. Der Exorzist. Oh mein Gott. Wir brauchen unbedingt den Geistlichen hier. Das Café ist geschlossen. Nun ist ja nicht so, als müsste ich gerade eine Torte kaufen. Und? Was hast du zu sagen? Hä? Ist das nicht die Konditorin von Raya Café? Was macht sie da? Geht es Ihnen gut, Frau Köchin? Torte! Was? Torte! Ma'am, geht es Ihnen gut? Torte! Ich will Torte! Jetzt Torte! Mist. Hat das etwas mit meinem Raubtauchen vorhin zu tun? Atma, sag ihr, dass wir hier durch müssen. Du denkst, sie wird auf mich hören? Nein. Ah. Du kannst bei ihr Raum tauchen? Dann los, wir müssen weiter. War zwar schnell, ehe Reihe sich in Gefahr bringt. Aber muss ich jetzt erneut ihren Verstand manipulieren? Okay, aber jetzt machen wir zuerst nur das hier natürlich. Der Riss hier. Ah, das ist schon groß genug. Und nun folgt der Sternentanz. Dance the Star. Dance the Patrick Star. Macht den Krampf, Leute! In der Vergangenheit. Ah. Hier ist auch zu. Ah, hier ist die Konditorin, die ganze Reihe. Marin. Die Arcade ist geschlossen. Und hier können wir nicht mehr weiter. Okay, bevor ich hier noch weiter anquatsche, schauen wir erstmal kurz nach links, ob es da noch weitergeht. Geht auch weiter. Aha. Da können wir also gleich beides lösen. Interessant. Okay, machen wir zu. Und da können wir einfach eine auswählen. Okay, da wir schon mal irgendwie schon raufgetaucht sind. Machen wir es mal hier. Papa hat versprochen, mit mir Fang zu spielen. Aber er hat in letzter Zeit so viel zu tun. Ach nein. Dein Vater war also auch schon ein Guru. Ich wünschte, ich könnte etwas alleine spielen.
All meine Freunde spielen ständig mit ihren Gamebots. Mein Papa... wenn Papa mich verlässt, wie es auch meine Freunde getan haben, ich... Armer Junge, ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen. Ich frage mich, was wohl passieren würde, wenn ich ihm jetzt helfen würde. Diese Steine, ja, wenn die Leute wirklich glauben, dass sie magische Kräfte haben, dann kann ich sie zum 10-fachen Preis verkaufen. Mal sehen, welche Geschichte erzählt dieser hier? Der trägt den Geist von... Oh, ich weiß es, wenn die Leute glauben, dass das Ende naht, das ist... Ja, das ist es. Sehr gut. Oder... Nein, er ist gar nicht der Sohn. Er hat einen Sohn, aber der hat nie mit ihm gespielt. Er war zu sehr beschäftigt mit dem Weltuntergangsdings. Papa, spiel mit mir. Papa, zu tun, Kind. Los, spiel allein. Können wir mit ihm spielen? Aha, oder das Gleiche? Gamebots. Okay, er sagt aber das Gleiche. Okay, wir brauchen also ein Gamebot. Mal schauen. Vielleicht hat das der eine Junge dort drüben. Oder können wir da vielleicht noch rein? Wahrscheinlich nicht, oder? Okay, geht nicht. Okay, zuerst mal die Bäckerin, also Konditorin. Ich hab's vermasselt. Es ist so schwer, gleichzeitig zu kochen und Bestellungen entgegenzunehmen. Vielleicht bin ich wirklich nicht dafür geschaffen. Seit Großvater... Ich sollte doch eigentlich das Reihe-Café weiterführen, oder? Also jetzt verstehe ich... Bin ich in die Zukunft... Also ich in die Zukunft gelandet? Irgendwie merkwürdig das Ganze. Und ich kann auch recht gut backen. Aber ich... Ich will das tun. Chinesische Essen zubereiten und Kunden glücklich zu machen. Nur das brauche ich im Leben. Vielleicht sollte ich einfach aufgeben und zurück ins Café gehen. Ah, also Dorfvergangenheit. Wieder das gleiche Thema. Und du? Meine Mutter hat gemeint, sie macht sich wegen der Lebensmittelhygiene dieses Ladens Sorgen. Und die Lehrer haben gemeint, ich sollte mich davon überzeugen, dass die hier verarbeiteten Zutaten halal sind. Wieso muss Essen bloß so kompliziert sein? Es ist nicht kompliziert, es ist einfach nur ein anderes Thema. Hast du gehört, hier packen sie jede Menge Glutamat ins Essen. Ich habe in meiner Zeitschrift gelesen, dass man davon schwachsinnig wird. Gib das ja nicht deinen Kindern. Ah, das ist doch die Arbeiterin von dem Café. Sie ist echt losgezogen, hat sich eine ganze Bude gekauft. Ich frage mich, ob sie das mit dem chinesischen Essen wohl wirklich ernst meint. Dabei ist sie doch eine so talentierte Konditorin. Großvater muss sich gerade in seinen Grab umdrehen. Also spielst du doch in der Zukunft, also zumindest das hier. Was ist aber das andere? Das kann doch unmöglich er selbst... Oder doch? Also irgendwie bin ich an diesem Punkt gerade etwas verwirrt. Was ist das hier? Schließt das Reihe-Café etwa? Atma! Was? Wo habe ich denn dieses Mädchen schon mal gesehen? Kommt bekannt vor. Madonna mia, also mal ehrlich. Hast du nicht mal Marin erkennen in ihrem Alter? Das heißt also, jetzt muss ich hier Raum tauchen. Mal schauen. Wir brauchen also den Ball. Und dann hier braucht sie wieder die Bezeugung, wieder Konditorin zu werden. Torte! Gib mir Torte! Oh nein, 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 nein. Was ist? Das ist mein Fehler, nicht wahr? Ich habe sie durch das Raumtauchen durcheinander gebracht. Ah, Murmel, Murmel.
Hä? Großvater! Oh, Großvater! Bitte komm zurück! Ohne dich bin ich verloren! Hier gibt es nur Torte! 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 Ja! Torte! Warte, Großvater? Meinst du damit den Besitzer des Reihe-Cafés? Komm zurück? Hat er... Ja, das kann nicht sein. Ich habe doch erst vor ein paar Tagen eine Torte bei ihm gekauft. Eben, das ist die große Frage. Ist er jetzt gestorben? Und was ist denn das jetzt für ein Tortenrätsel hier? Aus die Torte ist misslungen. Diese Torte sieht seltsam und irgendwie schlapprig aus. Die kann ich niemals bewegen. Oder sie zu ruinieren. Aha. Autsch, was ist das für bloß eine Torte? Sie ist so hart, dass ich mir fast den Kiefer gebrochen hätte. Ich brauche vermutlich irgendeine Art Werkzeug, um sie zu schneiden zu können. Aha, dann das Gleiche. Willst du allen das Gleiche sagen? Also, hier brauchen wir ein Werkzeug. Okay, letzte Torte hier. Wir brauchen hier also ein Werkzeug, aber wir haben nichts im Inventar. Wir haben nur den Zauberstab. Was passiert jetzt, wenn ich das Licht ausschalte? Torte! Torte! Nam 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 schlupp! Nam 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 ham ham! Rülps! Ah! Rülps! Ah! Ein Messer! Was ist das? Und das müssen wir natürlich jetzt wieder agieren, dass sie wieder rüber geht. Sie bleibt aber jetzt so stehen. Hehehe! Ich bin Torte. Okay, das ist doch das Gleiche. Und ich bin verloren, ja. Immer nur Torte. Aber bitte mit Sahne. Okay, her mit dem Messer. Hier ist ein Tortenschneider. Und auf dem Tisch steht etwas geschrieben. Das Geheimnis ist eine einstöckige, dreifach abwechselnde Vanille- und Schokoladentorte mit Vanillecreme obendrauf. Ach du meine Güte. Ich brauche also eine einstöckige, dreifach abwechselnde Vanille- und Schokoladentorte mit Vanillecreme obendrauf. Na toll, das ist Schwarzwälder Kirsch wahrscheinlich und aus. Kann man das jetzt untersuchen? Okay, ich schneide erstmal alle an. Hä? Puh, wie es aussieht, ist eine Schatzsuche nicht gerade einfach. Ich sollte vorsichtiger sein. Wo ist der Tortenschneider? Aha, er geht wieder zurück. Jetzt muss ich raten, welche Torte das jetzt ist. Ist eine dreistöckige, doppelt abwechselnd. Achso! Ich muss nur die richtige Torte anschneiden, wie beschrieben ist. Dreistöckig, doppelt abwechselnde, dunkel und weiße Schokolade. Okay, das ist jetzt die, wo ich hier vorhin angeschnitten habe. Die hier. Hä? Was ist falsch? Hätte ich also die linke Torte jetzt anschneiden sollen? Ach, Mist. Okay. Aber jetzt wissen wir, wie das Rätsel funktioniert, Leute. Also, was muss ich jetzt schneiden? Dreistöckig, doppelt abwechselnde dunkelweiße Schokoladentorte mit weißer Glasur obendrauf. Okay. Moment, dreistöckig, doppelt abwechselnd.
Das müsste jetzt die hier sein, oder? Hä? Das ist ein Blatt Papier. Ist das ein Testament? Gezeichnet dein Großvater. Oh. Aber ihr Großvater ist nicht tot. Ich habe doch erst neulich mit ihm gesprochen. Es kann doch nicht so lange her sein, oder? Es fällt mir aktuell schwer, einen Überblick über die Zeit zu bewahren. Wie dem auch sei, ich sollte das der Köchin geben. Plopp. Erkennen Sie das wieder? Großvater. Ach ja, die arme Heidi hier. Ihr Großvater ist auch nicht mehr auf der Alp. Heidi, ich meine Köchin. Ihr Großvater, ist er gestorben? Großvater ist tot. Und ich habe ihn enttäuscht. Großvater ist tot. Es ist jede Seele aus meinem Leben gewichen. Für mich gibt es nur noch Torten. Torten. Obwohl ich sie so sehr hasse, ich verachte sie. Torten. und jetzt? Das ist neu. Kannst du etwas deinen Raumtaucher nicht mehr einsetzen, Atma? Nein. Ich glaube, ich sehe vorhin mit einem besonders invasiven Tauchgang gebrochen. Oh nein. Du musst einen anderen Weg finden. Es gibt ja nicht nur, dass sie... Es ist ja nicht nur, dass sie uns nicht durchlässt, sondern... Mir die Tatsache, dass ich für all das verantwortlich bin, lastet ziemlich schwer auf meinem Gewissen. Und technisch gesehen habe ich dir vorhin das rote Tauchbuch gegeben. Also bin ich ebenfalls schuld. Denkst du, dass das sicher ist? Ist es nicht... Ist es nicht, aber es fühlt... das war ja Sie gesprochen, Entschuldigung. Aber es fühlt sich wirklich besser an, die Bürde mit dir zu teilen. Keine Sorge, ich werde einen anderen Weg finden. Ja, aber das werden wir erst beim nächsten Mal machen. Oh, Mann, Madonna Mias, was sind das jetzt hier für ein Kapitel? Oh, Spannung pur und alles. Also ich muss sagen, das Spiel betrifft sich jetzt langsam wirklich selber. Und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und natürlich auch das Video liked, einen Kommentar auch immer da lasst. Ich bin euch ein bisschen Pause und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.